Erbsenminzsuppe 40 Minuten, 4 Personen die Zwiebeln schälen und fein hacken. Die Kartoffeln schälen und in grobe Stücke schneiden. In einem großen Topf 30 Gramm Butter zerlassen und die Zwiebeln darin glasig anschwitzen. Die Kartoffeln dazugeben und die Gemüsebrühe angießen. Aufkochen und die Kartoffeln zugedeckt in etwa 20 Minuten weichgaren. Inzwischen die Minze waschen und trocken schütteln, die groben Stiele entfernen und einige Blättchen für die Garnitur beiseite legen. Von den Erbsen etwa 2 Esslöffel für die Garnitur beiseite legen. Den Rest mit der Minze im Mixer sehr fein pürieren. Die Sahne in den Topf zu den Kartoffeln geben und alles etwa 5 Minuten einkochen. Inzwischen die Garnelen am Rücken entlang einritzen und den schwarzen Darmfaden entfernen. Die Garnelen waschen, trocken tupfen und in Stücke schneiden. Die restliche Butter, Klammer auf 20 Gramm, Klammer zu, in eine Pfanne zerlassen und die Garnelenstücke darin in 1 bis 2 Minuten glasig braten. Die Suppe mit dem Stabmixer fein pürieren. Wieder aufkochen, die Erbsen-Minze-Mischung dazugeben und mit dem Stabmixer einarbeiten. Die Suppe mit Salz, je eine Prise Zucker und Cayenne-Pfeffer sowie dem Zitronensaft abschmecken. Die Suppe auf tiefe Teller oder Schalen verteilen und mit den Garnelenstücken den beiseite gestellten Erbsen und den Minzeblättchen garniert servieren. Variante: Sie können die Garnelen auch weglassen und die Suppe mit ein wenig Milchschaum und eine Prise Cayennepfeffer garniert servieren.